So, liebe Zuschauer, ich grüße Sie an dieser Stelle zum heutigen JFD Live Trading TV am Abend zu den US-Märkten, die sich hier auch grandios präsentieren, nachdem es ja in der letzten Woche durchaus so schien, als würden wir hier noch ein Stück weit zurücklaufen können. Doch die Euphorie quer über den Globus betrachtet lässt hier keinerlei große Schwäche aufkommen. Und wir sehen hier zunächst in der Startbeschau den Nasdaq 100 Index. Wir schauen uns gleich erstmal den Tag an. Und ja, wir sehen hier eindeutig die Situation an dieser Aufwärtstrendlinie noch oberhalb dieses Supportbereichs hier um 4.285 Punkten etwa, auch schon in der letzten Woche mal benannt. Hier hätte der Index drunter fallen können, um hier auch einen schönen Retracement-Test zu machen. Hier diese ja zuvor durchbrochene Abwärtstrendlinie im Sinne eines Pullbacks zu testen. Das wäre hier idealtypisch ein sehr, sehr schöner Verlauf gewesen, doch hätte, wenn und aber. Davon kann man sich an den Märkten nichts kaufen. Letztlich war das hier durchaus eine schöne Chance oder ist es heute hier mit diesem Reversal auf eine weitere ja, Fortsetzung der Rallye-Bewegung zu setzen. Wir haben zwar hier kurzfristig im Nasdaq 100 Index zum Beispiel auch noch eine ja, Abwärtstrendlinie, aber das Bild hat sich hier mit der heutigen Impulsstärke durchaus aufgehellt. Zumal wir haben Fed-Termin am Mittwoch 19 Uhr, Zinsentscheid, natürlich wird da nichts kommen, aber man rechnet damit, dass hier konkrete Aussagen getroffen werden und da kann es unter Umständen wiederum dazu kommen, dass wir hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend beibehalten oder aber hier raussegeln. Also die kommenden zwei Tage werden spannend, also heute inklusive. Wir haben die Daily Range schon nahezu ausgeschöpft bei den Indizes, also hier rechne ich jetzt eher mit einem 10-Seitwärtslauf bis zum Handelsschluss oder aber wirklich hier noch mit einem Overrange-Day, was dann dazu führen würde, dass wir hier deutlich nach oben aufdrehen. Im Grunde genommen ist hier jetzt schon viel rausgefeuert worden an Sachen oder in Sachen positiver Performance. Wer recht früh rein ist, der darf sich freuen. Ansonsten muss man hier sehen, wie es jetzt am Dienstag-Mittwoch dann noch weiter abgehen wird. Weil grundsätzlich, wie gesagt, zu den Fed-Terminen bislang immer eine positive Fortsetzung. Aber wir wissen alle, die Zinsängste in den USA, die schweben hier über den Köpfen. Und das war ja auch der Grund, warum hier die Märkte durchaus stärker zurückgefallen sind als zum Beispiel der europäische Sektor, weil eben hier die Zinsängste definitiv am Horizont nicht abbrechen. Und die Fed dürfte je nach Statement eben hier durchaus Impulse setzen. Kurzfristig sieht das hier wieder so aus, als würden wir wieder Richtung Mehrjahreshochs beim Nasdaq 100 Index, Schrägstrich beim S&P 500, wie wir uns gleich anschauen, wahrscheinlich hier in Richtung neuer Allzeithochs anziehen können. Die Chancen sind in jedem Falle gut, denn wir sehen, wie gesagt, hier eine positive Tendenz und wir schauen uns das auch gleich mal hier anhand des Nasdaq 100 Index hier den E-Mini, den Future-Kontrakt an. Und er zeigt hier auf, dass wir gerade jetzt im März zur Mitte des Monats eine sehr, sehr positive saisonale Phase vor uns haben. Und das gestützt mit dieser aktuellen ja, Trendbestätigung, dieser Trendlinie, dieses Abpralls hier nach oben und dieses ja, Verteidigens des und Supports 4.285, also noch nicht mal angetestet, das Level hier mit dem Tief vom Freitag 4.287 Punkten, das soll es schon gewesen sein. Man könnte meinen, ja, im Prinzip darf der Index jetzt hier keinesfalls unter 4.280 Punkte zurückfallen. Wenn er das tut, dann haben hier sicherlich die Bären wieder den Vorteil. Ansonsten ist es jetzt eher so, dass wir hier diesen kurzfristigen Abwärtstrend attackieren könnten. Und wenn denn hier von der Fed nichts Dramatisches am Mittwoch verkündigt wird, dürfte sich hier der Aufwärtstrend auch weiter fortsetzen. Wir haben immer noch das Projektionsziel hier im Bereich 4.540 Punkten. Das bleibt interessant und insofern mal abwarten, was passiert. Kurz in den Stundenchart geschaut, Nasdaq 100. Wir haben, wie gesagt, hier dieses Abwärtsszenario nicht gefahren, uns hier viel mehr stabilisiert, hier rausgebrochen. Und jetzt haben wir auch diese Widerstandslinie, jetzt komme ich mal ein Stück weit zurück, dieses Niveau 4.345 rund, haben wir jetzt zurückerobert und oberhalb dieses Levels sollten wir jetzt bleiben. Ja, sollten wir jetzt bleiben. Wir machen mal hier ein bisschen die verwirrenden Trendlinien in Anführungszeichen weg. Die bärische Flagge hat sich nicht entsprechend sauber durchgesetzt. Letztlich hier oberhalb dieses Niveaus alles interessant im Sinne eines Einstiegs, um hier praktisch dann an einer weiteren Aufwärtsbewegung zu partizipieren, die dann sogar über 4.400 Punkte hinausführen dürfte. Das ist eben genau das Niveau, diese Trendlinie, die wir hier oben rechts im Tageschart sehen, die kommt auch hier im Stundenchart zum Vorschein. Und das sieht eben gut aus, dass wenn wir hier oberhalb von 4.345 Punkten bleiben, also eine direkte Fortsetzung der Aufwärtsbewegung sehen könnten, das hier für den kurzfristigen Bereich mal beleuchtet. Grüne Linie, jawohl, hier ist also wirklich ein schöner Supportbecken, wenn man das mal so ausdrücken will.
Alles klar, ein STG 100 Index, wie gesagt, der sah auch schon technisch ein Stück weit besser aus, wenngleich ich mir ja auch gerne nochmal einen Rücksetzer an 4.285 Punkte gewünscht hätte. Aber wünschen gehört nun mal nicht an die Märkte. Schauen wir mal auf den S&P, der ja mit dem Dow Jones hier eigentlich ein sehr, sehr schönes Short Setup praktiziert hat, nämlich im Zuge dessen, wir schauen uns hier kurz den Tageschart an, dass der Markt hier ja nach oben auftrete, dann hier so eine Art Top bildete, nach unten durchbrach, hier jetzt dann den Pullback am Donnerstag feierte, Freitag dann schwache Kerze, Widerstand bestätigt. Grundsätzlich eigentlich eine ideale Steilvorlage für weiter fallende Preise. Doch was sehen wir heute? Bums, der Markt zieht nach oben ran oder raus, besser gesagt. Und das ist natürlich jetzt hier eine gewisse Relativierung der jüngsten Verluste. Wir haben hier diese kurzfristige Abwärtsstrecke unterbrochen, kein neues Zwischentief gemacht. Wir ziehen jetzt nach oben raus. Hier dieser, sage ich mal, symbolische Stopp, den man hier im Bereich 2080 Punkten hätte setzen können, hat seine Relevanz durchaus, denn wenn wir hier rüber rausziehen, dann haben wir durchaus Potenzial, bis in den Bereich 2100, 2105 Punkte anzusteigen, eben hier diese kurzfristige Abwärtstrendlinie, diesen kurzfristigen Widerstandsbereich zu attackieren, und die Chancen, dass das passiert, stehen durchaus gut. Doch wie gesagt, Mittwoch, da kann viel passieren. Jetzt hier mit kleinen Positionen möglicherweise auf dem Ausbruch nach oben zu spekulieren, ist im Sinne der Saisonalität nicht verkehrt. Wir schauen uns auch hier mal den S&P 500 Index an. Saisonalität, Vorausschau, auch hier unmittelbar steigende Preise in der Vorausschau. Wir gehen auch mal hier jetzt mal auf den klassischen Kursindex, 40 Tage auch hier. Saisonal spricht hier viel dafür, dass er jetzt erstmal wieder auftritt, der Markt. Und wir haben eine Konsolidierung vollzogen. Der Markt ist zurück oder der Markt hat zurückgesetzt. Und jetzt steht eigentlich die Chance gut, dass wir hier nach oben aufdrehen könnten. Die heutige Wochenauftaktskerze zeigt dies allerdings, ähnlich wie beim Nasdaq. Wir sollten dafür natürlich nicht nochmal neue Tiefs markieren und hier signifikant unter die Lows der letzten Woche fallen. 2038 Punkte wären jetzt tabu. Wäre natürlich mies, wenn der Markt hier einen ausfaked und dann nach oben zieht. Aber rein technisch gesehen sollten jetzt hier keine Rücksätze größerer Natur erfolgen, die eben dann hier neue Mehrwochentiefs in Aussicht stellen. Der Markt sollte jetzt hier im Prinzip diese Aufwärtswelle zum Wochenauftakt weiter fortsetzen können. Zunächst die Tage seitwärts durch die FED wahrscheinlich, wenn es gut läuft, beflügelt im Sinne weiterer Kurshochs. Gut, hier im Stundenchart haben wir dieselbe Situation. 2065 war ein Widerstand. Da war sie noch grün, beziehungsweise hätte rot sein müssen im Sinne der Widerstandszone. Jetzt ist sie wieder grün und das ist jetzt der Supportbereich, den es hier gilt zu verteidigen. Wir haben hier kurzfristig auch diese Horizontalzone 2067, 2068. Das ist ein Niveau, da kann man hier durchaus drauf aufpassen, dass man darauf lauert, wenn der Index nochmal in diesem Bereich zurücksetzen sollte, dass man hier unter Umständen nochmal zum Zuge kommt, um an einem neuerlichen Aufwärtsswing teilzunehmen. Also die Lage bei den amerikanischen Indizes hat sich durch die jetzigen bisherigen Impulse, wenn sie denn nicht jetzt abverkauft werden, sicherlich klar aufgehellt. Die Short-Setups der letzten Woche sind hier ein Stück weit passé und das macht die Lage insofern hier wieder durchaus freundlicher. Wir haben auch beim S&P 500 im Wochenchartintervall diese negative Divergenz, die sich ja durchaus noch weiter fortsetzen kann, jetzt hier zunächst gespielt. Diese große Abwärtsstrecke, man darf gespannt sein, ob das in der letzten Woche tatsächlich das Minor Low war. Dann muss man sagen, haben wir hier sicherlich gute Perspektiven, hier neue Höchststände zu markieren. Die Saisonalität spricht dafür, der Monat März im Grunde genommen auch. Aber ich werde dann dazu auch nochmal in Kürze morgen oder am Freitag eine große S&P 500 Analyse vorstellen. Und Sie wissen es, der altgediente Zuschauer kennt die 7-Jahres-Zyklik vom S&P 500 Index. Im Prinzip bleibt jetzt eigentlich nur noch der März, spätestens der April, um hier wirklich ein signifikantes Hoch und eine Korrekturwelle einzuleiten. Alles andere verschiebt sich dann mehr und mehr in Sachen hier einer fortwährenden Rallye, eines fortwährenden Rallye-Rauschs, aber dazu mehr in einem größeren Artikel. Ich sage erstmal danke fürs Einschalten. Wünsche Ihnen jetzt noch einen restlichen Montag angenehmer Natur, die US-Märkte haben noch ein Stück weit auf, ansonsten der FX-Markt heute eher boring, also viel mehr langweilig, aber ansonsten morgen neuer Tag, neues Glück. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei Ihren Handelsgeschäften und sende beste Grüße in den Äther. Wenn Sie mögen, hören wir uns morgen wieder. Ciao dabei.